Der Bodenband. Willkommen zu einem neuen Livestream. Es ist wieder Diablo-Zeit. Und mit dabei ist wieder die liebe Zelle. Hallo Zelle. Hallo? Hallo! Ah, jetzt hallo! Hier ist ein Ring für dich. Taktik gerade, aber alles cool. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben schon ein bisschen weitergespielt. Ich habe den einen Abend habe ich noch auf Level 30 gezockt. Zell ist auch fast bei 30 angekommen. Und ja, ich denke mal, wir können einfach so weiterballern, würde ich sagen, oder? No? No? Würde ich sagen, vielleicht hole ich dich noch ein oder so. Das wäre jedenfalls nice. Vielleicht holst du mich auch noch ein, ja, genau, wer weiß. Genau, weißt du, ich kann jetzt auch hier den hier machen, ne? Boah! Wer sind die? Das sind meine Urahnen. Ah, ist sehr perfekt. Mhm. Und ich habe jetzt meinen Mega-Schlag, den ich immer nutzen kann, wenn ich damit jemanden töte. Der hat dann keine Abklingzeit. Zack. Ja, hinrichten, das hatten wir ja schon, das Thema. Todesstoß ist das. Todesstoß nicht hinrichten? Nee, Todesstoß. Und wenn ich damit jemanden verletze, dann verfalle ich tot. In Rage. In Rage. Rage. Und wenn ich auf den Boden stampfe, dann kriege ich pro Gegner, den ich damit getroffen habe oder der Schaden kriegt, kriege ich eine Sekunde weniger Regenerationszeit für meine Ruf der Arme. Okay. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier in so eine Gruppe stelle und dann einmal auf den Boden stampfe, dann sind es einige Sekunden weniger. Ich bin noch einmal überlegen, ob ich Glaskanone oder so ist, das Skille. Das ist so passive. Ich kriege mehr, also ich stecke weniger ein quasi. Also, ne? Um leichter zu töten, aber mach mehr Schaden. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das so ein guter Trade ist. Kannst ja mal ausprobieren. Und dann kannst du ja gucken, was besser zusammenpasst. Ja. No. Okay. Heute kam übrigens auch ein Patch raus, ne? Ist das so? Ja, der Barbar wurde genervt. Im Endgame ist er wohl ziemlich krass, vor allem mit manchen Aspekten und so weiter, dem Wirbelwind und alles, ne? Ja. Und dann haben sie jetzt wohl die Aspekte und so weiter genervt, da Sachen rausgenommen. Bei der Fähigkeit, irgendeiner Fähigkeit haben sie eine Sache da reduziert. Ach, schade. Nee, der ist immer noch enorm stark. Aber gegen Kampfführer kommt er, glaube ich, auch nicht gegen an. Doch, der ist stärker. Laut der Tierlist. Ja. Dachte ich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo der Zauberer von der Tierlist her jetzt ist, aber Barbar soll wohl der Stärkste immer noch sein. Ja, spielst halt hier sowas wie die Nurse, ne? Ist halt, ne? Red ich mit dem Prepper rum und du. Ist halt ein Damage-Dealer, ne? Ist halt letztendlich dann zum Ende auch ein Damage-Race. Ja, ich bin halt nur ein Heiler. Hä? Hat das so gepasst? Ja, hat das so gepasst. Wir müssen irgendwo. Ich bin noch nicht bereit. Die Erde blubbert. Die für dich die Lebensanzeigen auch lila, wenn ich die einfriere? Schau mal. Ja, so, ja, okay, warte mal, ist gerade Cooldown. Weil wenn die Lebensanzeige bei denen nämlich so lila ist, sind die verwundbar. Das heißt, die stecken viel mehr ein. Also, mein Gott, die kriegen mehr Damage-Input. Mein Gott. Ja, okay. Ich hab mir gedacht, so
Ja. Warte. So, ich friere die mal ein. Okay, dann machst du denen auch mehr Damage. Und wenn die Schilde und so weiter haben, sind die im eingefrorenen Zustand deaktiviert. Haben wir jetzt schon was mitgenommen, was wir mitnehmen müssen? Ja, haben wir, okay. Man legendäre Items eigentlich traden. Aha. Ich glaube ja. Das ist nice. Was meintest du jetzt mit hinrichten? Ich wollte nochmal gucken, welche. Dieses, dass die, wenn du jemanden mit der Fähigkeit tötest, dann ist doch sofort der Cooldown deaktiviert. Ja, das ist Todesstoß. Das heißt Todesstoß, das ist nicht hinrichten. Nicht das nicht hinrichten? Ah, ich steck's nicht drin. Aktiviert Torwinde 1. Müsste den Berserker-Modus so noch ein bisschen länger haben. Wenn ich noch krasser bin. Ja. Muss schauen, dass ich auf mehr Crit komme. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung für mein Mana-Problem gefunden. Und zwar habe ich manchmal so eine kleine Funkenkugel. Wenn ich einsammle, bekomme ich Mana zurück. Und desto mehr kritische Treffer ich mache, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Funkending da spawnt. Ich habe jetzt gerade eine Waffe gefunden. Plus 20 alle Werte und 48 Stärke nochmal oben drauf. Tschüss, Rudi. Ach, ich wollte dir was sagen. Geh mal in die Optionen rein. Spiel und Optionen. Etwas, das hat mir gut geholfen. Bei Gameplay, erweiterter Tooltip-Vergleich und erweiterter Tooltip-Informationen. Wenn du dir das einschaltest und speicherst und du gehst jetzt auf den Vergleich zwischen den Waffen. Genau, vergleich die mal. Dann siehst du nämlich diese grünen Teile, diese Bonis, die du bekommst, wenn du das andere aktivierst und die verlorenen Eigenschaften. Stimmt, das ist geil. Du hast. Oh, warte mal. Muss man jetzt ein Beispiel finden. Warte mal. Du hast bei manchen Sachen. Das ist bei mir, ist das jetzt zum Beispiel das ist eine legendäre. Du hast auch was Legacy, ne? Den Kopf, glaube ich. Geh mal auf den Kopf bei dir. Da müsste stehen bei der Fähigkeit unten. Bla bla bla, erhöht sich um 37% oder sowas. Oder bei dir ist es 375. Genau. Du hast dahinter, hast du dann immer die Prozente, wie das rollen kann. Ja.
Zum Beispiel habe ich jetzt bei mir etwas, das 37% und es hätte aber auch sein können, 40% das Maximum. Das zeigt dann quasi, wie gut dieser legendäre Teil von dir gerade ist. Oder ob der hätte auch besser sein können. Ja, kann der. Ja, man sollte natürlich schauen, dass man seine legendäre Items dann verwertet, ne? Damit du dann neue craften kannst. Dinger, die diese Ballisten da, die sind echt arschstark. Die machen richtig Schaden. Insta? Ja, bei mir, ich zweimal gehittet und ich bin tot. Krass. Mehr oder weniger. Ein bisschen übertrieben, aber die machen schon gut Schaden. Jetzt hatte ich Die gerade den Geister 41 geben Sekunden mir Cooldown. total auf den Sack. Eingestampft, jetzt hatte ich eben nur noch 36 Sekunden. Oh, das ist nice. Hier gab es doch gerade noch Tränke, oder? Eine Truhe. Keine Truhe. Keine Truhe. Oh. Hallöchen, Satox, mein Lieber. Ich grüße dich. Herzlich Grüße. willkommen. Füße? Grüße. Ah, Grüße. Okay. Ich habe Füße verstanden. Marcelle wünscht dir Füße. Auch schön. Kann man immer gebrauchen, denke ich mal so. Ah. Ich bin sehr leise. Okay. Warum ist das? Warum hat man mir das nicht gesagt? Habe ich dem letzten Stream schon gesagt, dass du leise bist? Warum sagst du mir das nicht nochmal? Bin ich jetzt lauter? Jetzt müsste ich deutlich lauter sein. Yes, okay, nice. Also nochmal zurück. Füße von Zelle und liebe Grüße von mir. Wie geht es dir? Ei, der hat gesessen. Tolle Füße auch. Mir geht's super. Ja, das ist doch schön. Hervorragend. Ich wollte mich nochmal für meinen letzten Raid entschuldigen. Zelle hatte eigentlich eine Aufgabe, aber dem ist er anscheinend nicht ganz gerecht geworden. Ja.
So wie er mir das dann berichtet hat. Achso, jetzt ist er hier. Hat er den Schilder gemacht. Mir geht's gut, ich komme gerade von der Massage. Ich habe richtig richtig eingerenkt worden. Achso. Und mir geht's besser denn je. Bin heute hierher geschwebt. Wie es Zelle geht, weiß ich nicht. So weit waren wir noch nicht. Oh, zwei Handkolben. Tschüss, Legendary. Tschüss. Hammer der Uhr an. Nee. Oh. Habe ich das denn jetzt zweimal? Nee. Aber ich könnte was anderes leveln, oder? Ah, nee, Hammer der Uran. Lol, warte. Todesstoß? Nee, warte, was? Was ist hier los? Plus eins. Aufstampfen, da. Hammer der Uran. Erzeugt ein Beben, die sich ausbreiten. Die 10k sind angekommen vom Zelle, alles gut. Sehr gut, dann hat das ja doch geklappt. Hervorragend. Da bin ich froh. Hä? Das ist gut. Hä? Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Alle Werte. Das ist so. Oh, es sind so geile Sachen dabei manchmal. Aber so alle Werte-Dinger sind ja eigentlich auch übertrieben stark, finde ich. Mhm. Weißt du, die alle Werte dann irgendwie zu erhöhen oder sowas, das finde ich eigentlich extrem stark. Ja, aber sind ja so, es gibt ja Werte, die für dich wichtiger sind als jetzt andere. Ja. Ja, zum Beispiel auch natürlich, dass Intelligenz und Willenskraft bei mir halt vor allem verbessert wird. Oder auch ganz gerne mal gegen eingefrorene Gegner der Schaden. Das macht sich halt ganz gut mit der Frostnova. Da die eh schon mehr Schaden bekommen und wenn die dann noch eingefroren sind und ich dadurch ja dann auf die noch mehr Schaden ausübe. Ja. Ich die dann noch besser klein. Zumal ich jetzt so ein Ausrüstungsgegenteil habe, womit ich dieses Einfrieren zweimal machen kann. Ja, für Zartok sind zum Beispiel eher die inneren Werte wichtig. Mhm. Da sieht man mal, der Kerl hat einfach keinen Diablo gespielt, der weiß einfach nicht, wovon man spricht. Oha. Das ist toxisch. Von ihm jetzt, ne? Absolut. Genau so habe ich das gemeint. Ja, habe ich mir gedacht. Hallo, ich hatte D3, eine ganz tolle Dämonierin. Ah, hast du auch gespielt? Interessant. Oh Gott, was ist denn hier los? Ein paar Sekunden beim Reduzieren hier. Eine Dämonierin, wow. Mach ihn kaputt. Oh, der hat sich jetzt einmal Trank eingepfiffen, oder was? Hm? Hat er sich einfach einen Trank eingepfiffen, oder was? Mhm. Was heißt denn hatte? Spielst du nicht mehr, oder? Diablo ist nichts für mich. Was? Sag mir bitte, dass ich mich verlesen habe. Warum ist denn Diablo nichts für dich? Da brat mir doch einer einen Storch. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
Sorry, okay, aber alles danach ist mir zu öde. Was? Das kann er doch nicht ernst meinen, oder? Manche sind eher so die Story-Gamer. Na gut, okay. Die? Aber die Story ist ja auch noch nicht richtig zu Ende dann eigentlich. Ich muss jetzt die ganzen Nebenquests machen, dann ist die Story zu Ende. Genau. Und es gibt ja eine andere Schwierigkeitsgrade. Auf dem man ja nochmal ganz anders leveln kann und so. Und ganz andere Herausforderungen nochmal hat. Was? Nebenquests? Ja, wusste ich, dass du das nicht weißt. Deswegen sagen wir es dir. Toxic. So ist OMG Er hat nicht OMG geschrieben, oder? Oh, Alter. Muss ich einfach freigeben. Gibt's ja nicht. Was schreibt der auch sowas? Ja, religiöse Sachen sind hier nicht erwünscht im Stream, ja? Ist halt wild. Ach komm schon. Ja, der ist noch nicht tot. Muss ich wegrennen. Achso, ich dachte, wir sind fertig. Oh ja. Ja. Jetzt ist aber auch mal gut hier. Heiligsbächle. No? Der klingelt halt bei den Nachbarn. Was? Bei den Nachbarn wird nicht geklingelt hier. Schlafen noch. So. Ah, Blutspieß habe ich halt nicht. Das halt. Stärke ist halt auch schon mega stark. Will ich halt ungern weggeben, so, nicht? Kriegsschrei. Ist das hier Kriegsschrei? Ja, das ist Kriegsschrei. Tritt. Ist das Tritt? Nee, das Aufstampfen. Sprung. Ah, die nutze ich halt nicht. By the way, wir hätten uns auch über die Oberlöser unterhalten, ne? Ja. Die haben sehr wohl ein Maximum. Ehrlich? Okay, krass. Ja. Was für ein Maximum haben die? 500. Oh, ich bin bei 40, alles gut. Na dann. Ah, gut, dass du es sagst, dann kann man da mal gucken, dass man da mal was ausgibt. Ich bin aber 340. Ach, bist du, wir können schon rausgehen, ne? Wir haben Dungeon ja geschafft. Ja, der müsste fertig sein jetzt, der Dungeon. Da habe ich nicht dran gedacht. Nehmen wir mit.
Hab nur legendäre Kleidung, bis auf zwei Schmuckstücke. Das ist krass. Was mich nur ein bisschen nervt, ich habe richtig viel für Feuermagie. Oder Eis. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Wenn ich auf Strom gehe. Jetzt mehr als ein Golem schon getötet und bin immer noch nicht 50, ne? Komisch. Verrückt. Hast du dich jetzt gerade wegteleportiert, als ich jetzt zu dir teleportieren wollte? Nein. Ich bin noch hier, Jetzt wieso? stehe ich wie ein Spast hier alleine. Wie ein Keck. Dude. Dude. So, jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen Bums hier. Den Rest. Ah, den verwerte ich mal. Ich habe noch was für dich, warte mal. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Halt ein bisschen Mana dazu noch. Weiß nicht, ob das so Ja, geil ist ist oder nicht. geil. Aber nicht Welche viel. Stufe hatte der Ring bei dir? 42. 43. 42. Okay, hat er bei mir auch. Achte kurz, dass der bei dir vielleicht niedrigeres Level hat. Und dann hochskaliert wird. Das wäre nämlich auch nice. Ah, das ist schon. Was ist der andere gelbe Ring? So, jetzt müssen wir hoch. Jetzt müssen wir eben hier zu dem Keck laufen. Erledigt. So. Tote Märtyrer. Gucken wir uns das doch mal an. Ich habe übrigens diese eine. Es gibt doch diese eine Festung da, ne? Wo so mega viele Gegner spawnen. Die habe ich alleine platt gemacht. Oha. Ja. Schon krasser Dude. Muss Ja, ich ja fand ich mal auch. sagen an der Stelle. Danke. Das ging da in die falsche Richtung.
kommt ihr denn her? Der hat gesessen. Oder? Mal gucken, mein Chatbot ist gar nicht an, sehe ich gerade. Na, dann haben wir ja ganz flott jetzt hier. Deswegen ging das eben mit Party auch nicht. Ah. Ah. Klingt wie Leo. Ne? Ne? Wie lange sind die eingefroren? Wie lange? Ja. Sekunde. Kann ich dir sofort ganz genau sagen. Sekunde? Na, ist ja nicht schlecht. Knapp 5 Sekunden. Oh, krass. Ist gut. Ich sehe gerade, mein Shepard hat ein Update. Machen wir mal schnell. Schnell rein. Schnell rein! Ja, das ist mit diesen Pestviechern hier. Guck dir auch an, wie die aussehen, ey. Du warst gestern den ganzen Tag noch bei dir im Discord im Live drin, ne? Oh, ehrlich? Ja. Oh, cool. Ich bin da reingejoint, hab so, ne, Faxen gemacht. Und hatte demnach dann irgendwann den Channel noch offen, weil ich dann rausgegangen bin. Und hab dann nur gesehen, wie Kim noch reingejoint. Oh, einfach hier reingejoint. Fand ich richtig gut. Alle waren da, nur du nicht. Schau doch. Aber cool, dass ihr immer alle da wart. Ist ja auch schön. Ne? Zedernholzaxt. Ist halt echt so. Guck ich dieses Game will einfach, dass ich komplett auf Feuer gehe, ne? Ich krieg so viel Sachen für Feuer. Ah, dann gönn dir. Nee. Warum nicht? Weil ich das mit den Blitzen ja nicht gerade ganz fühle. Achso. Dann gönn dir halt nicht. Mit Einfrieren und Blitz und so weiter fühle ich irgendwie, keine Ahnung. Ja, Feuer wäre auch eigentlich Quatsch, wenn die alle eingefroren sind, taucht ja alles wieder auf. Wenn man mal so genau überlegt, nicht? Richtig, haben wir genau überlegt, dann ist das so, ja. Aber glaube ich, dass es eine ganz gute Kombination zwischen unseren beiden Klassen ist. Das glaube ich in der Tat auch. Oh nee. Jetzt wird Zartus auch nochmal vom Bot begrüßt. Das ist doch schön. Jetzt geht alles wieder. Passt super. Was, welcher Pass ist super?
Hallo Hans, passt. Ah, okay. Nein! Was? Du hast den Finisher gemacht, während ich meinen Finisher gemacht habe. Dadurch ist meiner ins Nichts gegangen und jetzt habe ich Ablenkzeit. Oh no. Ja. Ich dachte, ich glaube, unsere Klassen, die kombinieren sich nicht so gut. Ja, kann wohl sein. Finde ich auch. Und schon wieder. Achso. Als ob. Ja. Du lügst dich doch an. Ja, guck doch, dass ich Abklingzeit habe. Ja, jetzt will ich. Wieso frierst du mich denn ein? Was ja, denn ich dachte, denn? Das ist besser. Achso. Warum genau hast du das gedacht? Na, damit du geschützt bist. Oh ja, danke. Länger frisch bist. Danke für deinen Schutz auch an der Stelle. Alles drauf, was wir haben. Gib ihm. Jawohl. Oh shit, das war dumm. Schnell hier rein, schnell hier rein, schnell hier rein, schnell hier rein. Und die anderen. Woo! Absprache klappt super zwischen euch. Merkt man sofort, ein eingespieltes Team. Ist halt echt so, oder? Oh. Ja. Weil ich mich gerade gejuckt habe. Ich habe mich gerade gekratzt, Tatsache. Pass auf. Ja, easy going, gar kein Problem. So, jetzt bist du erstmal gestunt hier, mein Lieber. Ah, da hat sich einfach gerade gejuckt. Hala. Zack. Ah. Verliere ich halt so viel Stärke durch. Das macht halt keinen Sinn. Dadurch macht er halt dann automatisch. Hast du gerade deinen Finisher gemacht, als ich meinen gemacht habe. Das ist auch Klingzeit. Krass, ne? Und haben meine Uhr an, ist dann halt auch nochmal weg. Nee, das kann ich nicht machen. Geh nicht. Freunde, das machen wir nicht. Es gibt Grenzen in Diablo und die müssen wir akzeptieren. Achso, wir müssen hier weiter. Achso. Läufst du dann gegen alle vorbei eigentlich oder wie machst du das hier? Uldi. Weil ich dachte, okay, wenn wir jetzt so einen Mega-Finisher von dir hier reinballern, dann gewinnen wir das Ding. Easy. Das stimmt. Aber irgendwie kommst du nicht nach und das ist so ein bisschen das Problem hier gerade. Ja, weil ich hier aber noch Gegner habe, die du nicht, um die du dich nicht gekümmert hast. Ja, gibt's einfach in der Zeit gegen zwei Bosse, ist kein Problem. Ja, wirklich, mach das in deinem Tempo da hinten. So, ich komme jetzt. Ja, nicht wegrennen, die sind hier. Achso, okay. Sah grad so aus, sorry. Bin da. Na?
So. Ah ja, mehr Grundschaden, aber letztendlich weniger Schaden wahrscheinlich. Oh. Ja, einfach 20 Schaden weniger. Aber hier in der Dingsbums erstmal plus 52 Schaden. Aber dieses Dings pro Sekunde ist eigentlich eher egal. Wichtig sind diese anderen Attribute da drunter. Den können wir nehmen. Okay. Dann können wir Dungeon verlassen, ne? Nee, es geht noch weiter. Haha, lustig. Und dann gucken, ob du mich reinlegen willst. Was reinlegen wollen. Aber ich sag mal so, wenn ich das erste Mal, ne? Ach so. Na, siehste. Das sah ich auch seit Tag 1. Kommst du mit an, oder? Naja, bin da. Der rennt gerade weg. Nein, ich habe eine neue Position gesucht. Du bist Nahkämpfer. Sonst weißt du nicht, wo der Typ ist. Ja, aber hier ist auch ein Ghoul. Zwei Ghouls. Da müssen wir drauf aufpassen. Naja, ich muss auch auf einiges aufpassen. Dieser Levi, ne, der macht mir so fertig. Was denn? Ne? Und so.
Haben einen Zauberstab gekriegt. Nice. Wenn Sie mal gucken mögen. Wollte ich nicht, irgendwie ist er weg. Der ist ja richtig insane. Ist er nicht. Doch, aber leider durch die Attacken, die ich dazu bekomme, oder die Bonis auf die Attacken, die ich durch meinen bekomme, bringt mir das leider nicht viel. Gibt's eigentlich noch neue Codes für DBD aktuell? Nee. Nur die, die wir da schon haben. Okay. Wenn es so einen Charakter auch geben würde, der so attackieren würde. Ja, der Bogenschütze. Ja, aber ja, nicht so, wie wir hier gerade abgehen. Wo so. Ist denn dieser... Haben wir den Dings? Diesen Blutstein oder was das ist? Ja, habe ich schon reingelegt. Achso. Jetzt bist du zum Bischof. Ja, dann lass mal zum Bischof gehen hier. Viele Blutpunkte sind sogar schon abgelaufen. Okay, ja, die Pride-Dinger und sowas, die laufen nicht ab, habe ich gelesen. Die sind dauerverfügbar. Ich habe vor, dass ich gestern eingegeben habe. Ach, der ist das. Jetzt weiß ich wieder, wer ist das hier. What? Okay, das war krass. Ausweichen. Ja, zu spät. Ausweichen. Wir fallen doch gerade auf. Ausweichen. Ja. Manchmal hängt er noch in der Attacke fest, dann kann ich nicht flashen. Ja. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, genau. Ja. Obacht. Boah, Alter.
What? What? Ausweichen? Oh ne, er hat die Dingsattacke, okay. Müsste aber gleich wieder seine Tentakel-Lebensaussaugen-Scheiß machen. Perfekt. Ah, nice. Bla 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 bla. Ich sag dir, wie es ist. Nee. War nicht so jetzt. War nicht so? Nee. Schade, großer. Kann nichts machen. Hat's gehofft. Ich hatte es gehofft, dass es was wird, aber Holzmaul. Ey. Schon hart, was du hier von dir gibst. Ja. Bin ja auch Hardhatter Gerhard. So. Hallo. Die nächste, upsie, ist die Blutpredigt. Hallo. Wo muss ich hin? Da. Hast du hier oben, hier, kannst du mal im Stream kurz gucken? Ja. Hast du hier oben schon ein Portal bestimmt, ne? Stadtportal? Da gibt's keins. Da gibt's keins? Es gibt's eins, das war noch in einer anderen Nähe. Ich porte mich mal hin, warte. Port mal hin. Wenn ich da bin, dann porte mir mal nach. Das war der Plan, ob du es glaubst oder nicht. Jetzt. Reisen ist nicht verfügbar, jetzt geht's. Jetzt war der Plan, ob du glaubst oder nicht, Mami. Du glaubst, du bist gerade, Mami. Und hier gibt es noch ein paar Sidequests, meine Damen und Herren. Oder wie Zartok sagt, mir doch egal. Lass ihn mal hoch. Der kann nicht mehr. Das will ich am Ende. Der junge Mann, ne? Der kann nicht mehr. So. Ist so. Wie weit am Arsch der Heide ist das denn? So. Nur ein Rinder. Dein Rinder. Apropos Rinder. Magst du Steak? Oh, geile Pose zum Einfrieren. Oder? Ja, mach ich doch erstmal. Darauf also. Habe ich gewartet. Hier ist ein Schrein von Lilith in der Nähe. Komm mal mit. Lili heißt das doch, oder nicht? Whiteberry Lili. Lilith. Lili, Lili, Lili. Lili, Lili, Lili. Zack, der hat gesessen. Zack, der hat auch gesessen. Und zack, der muss aussitzen. Und zack. Und zack. Und. Ey. Oh, der hat nicht getötet. Scheiße. Scheiße! Kannst du aufhören damit, das hier zu wiederbeleben? Danke.
Oh, oh. Schlitz, Schlitz. Streitkolben, einen Legendary. Hey. So, aufhören damit, bitte. Danke. Weiß ich noch nicht. Bin nicht von überzeugt. Was ist das denn hier? Oh. Irgendwie hatte ich mich darauf verlassen, dass du ihn einfrierst, aber irgendwie. Irgendwie ist hier so ein Schrein. Was gibt's hier Geiles? Event. Wollen wir erst Event machen oder wollen wir. Ja, können wir erst Event machen. Sagen. Geil, einmal normale, schwere Stiefel. Ah, ich habe einen Levelabstieg. Ja, Abstieg. Ja. Levelabstieg einfach wieder auf 31. So, welche Synergie holen wir uns denn als nächstes? Erhöht die maximale Dauer des Berserkerbonus um 5 Sekunden und erhöht seinen Schadensbonus um 25%. Hm, okay. Wenn ihr mit einer zweihändigen Wuchtwaffe, zweihändigen Hiebwaffe oder einer beidhändigen Waffe direkten Schaden verursacht, verursacht ihr 6 Sekunden lang 10% mehr Schaden. Wenn alle drei Schadensboni aktiv sind, verursacht ihr zusätzlich 15% mehr Schaden. Kernfertigkeiten verursachen 135% mehr Schaden, kosten aber 100% mehr Wut. Wenn ihr bei einem Gegner Blutung verursacht, besteht eine Chance in Höhe eurer kritischen Trefferchance, die Blutungsmenge um 100% eures Bonus auf kritischen Trefferschaden zu erhöhen. Hm. Ich glaube, ich nehme entfesselt mehr Dingenskirchen. Mehr Berserkerwut.
Aufpassen. Aufpassen. Ja, ich sag's noch, aber. Ja, ich war eingefroren, weil du mich eingefroren hast. Ich. Aber ist okay. Kann mal passieren. Passiert dem Besten. Geh dich gleich mal ein. Hast du ja gerade schon. Ja, ich nicht. Hast du wohl. Und das weißt du auch. Oh. Tolles müde sein. Entschuldigung, ich hatte Nachtdienst. Ich auch. Als ob du Nachtdienst hattest. Was ist das eigentlich hier für ein Kistchen hier? Gehen wir jetzt in die Dings rein, da unten in dieses Kellerloch da. So, ich. Okay. Ja. Ich glaube, Keller ist ja schnell gemacht eigentlich, oder? Meistens so ein etwas größerer Raum und dann war es das. Ich würde jetzt schon zu deiner Markierung gehen. Können wir auch, ist mir egal. Entscheide du, Großer. Dann gehen wir erst in den Keller, wenn wir gerade schon hier sind. Mach mal. Wo ist denn der Keller? Entschuldigung, ich werde hier gerade attackiert. Wir das bitte lassen. Danke. Was ist denn hier los auf einmal? Da unten ist der Kellereingang. Tschüss. Und jetzt stehen sie da draußen wie Keks. Wie die Keks stehen sie da. Ist eine Truhe. Cool. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Doch nicht. Was? Hast du was Geiles gekriegt? Ich habe nämlich nur Schmund gekriegt. Ich dachte gerade, dass der Rüstungswert, dass das der Gegenstandswert wäre, also Gegenstandsmacht. Achso. Dann wäre das nämlich um 400 Punkte besser. Nee. Achso, okay. Wenn er nur verrutscht beim Lesen. Hier drüben ist noch ein Lilith-Schrein. Hier oben. Stärke erhöht. Nice.
Zwei blaue Ringe gekriegt. Ist doch so ein Keller oben. Ja, renn da. Die sind immer ganz dankbar, finde ich. Party! Du kannst es auch mit Command machen, ne? Ja. Erfolg! Passionierter Beschützer. Ich mit einem beliebigen Charakter Stufe 50. Ach, verzeihung. Yay! Jetzt bin ich genauso krass wie du. Oh, okay. Aber dann verliere ich meine legendäre Eigenschaft. Das macht schon wieder gar keinen Sinn. Oh Gott, 5%. 5 mal mehr Intelligenz. Intelligenz, mehr Willenskraft. Ich sag keck, keck, keckidi keck. Ich sag keck, keck, keckidi keck. Das war zu spät. Er ist so ein krasser Krieger, ne? Okay, Indian, der die alle wegmacht. Kein Ding für mich. Oh shit, Hilfe. Spaß. Ja, dein Leben ist niedrig, ne? Da muss man schon mal aufpassen auf den kleinen Barbaren hier. Alles gut. Oh, ein Ring. Schön. Ja, toller Ring. Fein. Fein Ring. Oha! Einfach zwei Smaragde rausgekriegt aus dem Haufen hier. Eingefroren gewesen. Nein, ich komme und rette dich. Du bist ja auch fast tot, wa? Aber ich werde es schaffen. Thank you. Na klar, Großer, ich bin für dich da. Das ist so geil, wenn die alle schon so ein bisschen Leben abgezogen gekriegt haben. Dann kann ich überall reinballern. Oh gut, jetzt gerade nicht, aber. Jetzt gerade nicht. Dann kann ich die ganze Zeit diesen Hammer machen und dann bam, bam, bam. Das ist insane, sag ich dir. Oha, zwei rohe Schädel. Geil. Ja, Freund, das macht dir, wenn die eingefroren sind, kannst du die ja noch mehr zerbersten, weil die ja sowieso mehr Schaden kriegen. Ja. Hast du gesehen, wie oft ich den jetzt gerade machen konnte? Die ja, ja, ja. Und die macht auch so ein bisschen Flächenschaden, habe ich den Eindruck. Ja, in die Richtung, wo du. Oha,
jetzt ist Edelsteinrunde hier. Ich krieg nur Edelsteine gerade. Das ist schon edel. Na? Dann wir noch Brombeeren mitnehmen hier. Halt, hier oben ist eine Truhe. Wollen wir nochmal verkaufen. Inventar ist jetzt schon fast voll. Ja, können wir machen. Ist Dead Lava. Hm? Ist Dead Lava. Junge, ich habe auch so viele von diesen komischen Steinen, ne? Ja. Die legendären Sachen beim Schmied entwerten, ne? Also, ja. Zerlegen, ne? Genau. Ich würde auch die gelben Sachen auch genauso verwerten. Ja, mache ich auch immer. Ich mache alles Gelbe, und ja, alles was gelb ist und drüber, das entwerte ich und den Rest verkaufe ich immer. Aspekte kannst du dir bei diesen anderen Dude hier hinten quasi raushauen. Dann kannst du die quasi verwenden, wenn du den bestimmten Aspekt auf einem anderen Gegenstand haben willst. Ja. Allerdings kannst du es ähnlich erstellen, weil du brauchst diese Items, die du vom Verwerten der Legendaries bekommst. Kriege ich eigentlich alle Aspekte oder kriege ich nur einen Aspekt? Wie meinst du? Wenn ich was zerlege, wo mehrere Aspekte drauf sind. Aspekte kriegst du vom Zerlegen gar nicht. Du bekommst nur diesen Stoff, den du brauchst, um Legendary. Ja, das weiß ich. Ich meine, wenn ich die beim anderen Händler da zerlege. Achso, da bekommst du quasi den Aspekt, der unten steht, ne? Dieses Sternchen-Ding. Diese anderen hier. Ach ja, stimmt, das ist ja Legendary. Ne? Ja. Genau. Ja. Ich kann ja mal schauen, falls hier irgendwo ein World-Boss oder ein Event spawnt und ich dann die Nähe hin kann, dann können wir den auch zusammen machen. Ja, sollten wir nur diesmal eine Schwierigkeit weniger nehmen. Von der Weltenstufe meinst du, ne? Ja. Das wäre gut, ja. Ich glaube, sonst sind die echt stark. Ja. Kriegst du auch mehr Schaden jetzt? Also machst du jetzt auch mehr Schaden? Durch deinen Buff meinst du, ja. Ja, okay. Ich glaube, irgendein Schrei wurde genervt heute. Vom Barbaren. Irgendein Schrei war das. Oh, die haben erhöhtes Leben. Ich hau hier mal meine Ulti rein. Das soll das dann ja mache ich das auch.
Warum kriegt der nur Schrott? Aber auch gerade. Holy shit. Die waren ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Ui, das ist ein geiler Ring. 62 zu maximalem Leben. Das ist das Maximum, was er rollen konnte. Hast du nicht 42? 62. Nee. Achso, ja, plus 42, da sehe ich es gerade. Juhu, den nehmen wir doch gerne mit. Ich habe auch gerade gesehen, ich habe Legendary auch, dass ich irgendwie, wenn ich Dudes hier kille, dass ich daraus quasi dann Leben generiere. Dann habe ich auch das Maximum. Ich muss ja den Aspekt nachher mal bei dem Typen rausholen. Ich habe das immer nur, wenn ich über eine Zeit lang keinen Schaden gekriegt habe. Das ist Tatsache, wenn ich die töte. Dem Legendary. Ja, das mal mit der Glaskanone jetzt gleich probieren. Und diese Viecher mich mal kurz in Ruhe lassen. Fertigkeiten. Wo nehme ich jetzt was raus? Mm-mm-mm.
So, ich mache jetzt mehr Schaden, stecke aber auch mehr ein. Okay. Deswegen Glaskanone. Splatsch. Was ist hier los? Aha. Okay, doppelt gesockelte Waffe nehmen wir doch gerne an. Aber macht weniger Schaden, krass. Kontrollverlusteffekten leiden. Wenn du die einfrierst, ist es dein Kontrollverlust? Zählt das unter Kontrollverlust? Nee, das zählt unter gefroren. Kontrollverlust ist diese Furcht zum Beispiel, die, wo du mal wegrennst. Okay. Hast du das erste Ding schon gefunden oder wo bist du gerade? Ja. Okay. Jetzt habe ich hier gerade gegen diesen Boss da kämpfen. Flatsch. Ach, du hast das Ding auf dem Rücken wahrscheinlich, ne? Was wir mitnehmen müssen. Deswegen siehst du so ein komisch, hast du so ein komisches Zeichen. Ich habe mich schon gewundert. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Wir sind unverwundbar. Kriegst du viel Damage gerade aktuell?
Geht. Man muss dazu sagen, dass ich ja auch einige Defensivfähigkeiten habe. Ich habe ja nicht eine Offensive. Weil ich ja dieser Eisblock, den ich ja habe, der absorbiert ja auch nochmal Sachen. Ich bekomme Mana wieder. Pro getöteten Dude kriege ich auch nochmal Leben wieder durch meine Legendary. Ja, geiles Oberteil, nur wieder für Pyro-Scheiße, ne? Na, geil. Wir haben auch wieder so ein Bischof hier drinne. Könnte bestimmt. Von 23 auf 9 Sekunden einfach runtergerechnet gerade. Sonst dahin, ja. Oh, der Gift schon scheppert aber. Ja. Ich glaube, da habe ich sogar ein Elixier für bei. Ich war außerhalb dieses Kreises und krieg trotzdem den Effekt. Ja. Oh nein, ich stand genau drin. Oh, erhöhtes Leben ist so anstrengend. Meine Güte. Die fressen die Viecher. Hm? Die fressen ordentlich. Ja. Ja, hier hinten ist das Ding, ne? Falsche Richtung gelaufen. Ja, ich komme sofort, warte. Das Gold hier einsammeln. Aufpassen. Nice. Hast du das Ding, ja, ne? Ja.
Müssen wir gleich, glaube ich, mal irgendwie was zu essen organisieren. So einen kleinen Schnapulierer zwischendurch. Nix Geiles drin. Keine Ressourcen verbrauchen. Bam, 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 bam. Verkürzte Ablenkzeit. Rinder. Und nochmal die Ahnen. Wuhu. Und nochmal stampfen. Da musst du aufpassen. Ja, ausweichen gedrückt, aber. Okay, ja, da habe ich trotzdem getroffen. Ringe für Herausforderungsruf. Ich habe hier was für dich. Widerstand gegen alle Schadensarten. Gut, dann nehme ich das wieder mit. Ja, wo ist es denn? Nicht durch hier, du Keck. Oh. Bin leider noch nicht Stufe 41, aber sonst ist cool. Ja, dann eben nicht. Du musst aus diesen roten Kreisen raus, ne? Ja, ist mir schon klar. Ich hab aber, wenn ich Dings drücke, ja, und gerade im Angriff bin, dann macht er das nicht. Ich bin da sehr viel im Angriff. Da gibt's auch eine Taste. Bewegung erzwingen in den Einstellungen. Damit du... Real Talk? Ja. Okay, das ist krass, das wusste ich nicht. Wenn du bei... Oh. Wenn du los jetzt hier. Ionen gehst. Weil dann lege ich mir das nämlich auf die Leertaste. Dann kann ich es immer machen. Steuerung und dann müsste irgendwo Bewegung erzwingen oder sowas sein.
letztens gefunden. Bei Steuerung auch oder bei Gameplay? Vielleicht auch bei Gameplay. Ich kann es halt. Musst du, guck mal bei Gameplay. Ich glaube, das ist ziemlich weit unten, glaube ich. Ansonsten gucke ich gleich noch mal. Warte mal. So, warte. Bewegung erzwingen, da ich hab's gefunden. Hast du gefunden, ja. Reittieransporn ist nicht mehr belegt. Aber warte. Entrinnen. Warte, warte, warte. Der Charakter bewegt sich zur Position des Mauszeigers, ohne Monster anzugreifen. Oder mit Objekten zu interagieren. Ah, okay. Aber, hä? Achso, da muss ich das drücken wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, okay, dann kann ich nicht mehr angreifen, das ist natürlich blöd. Du kannst nicht mehr angreifen, warte mal. Ja, wenn ich Bewegung erzwingen mache mit der linken Maustaste, dann geht das halt nicht. Doch, warte. Hast doch unten die Tasten, oder nicht? Hm? Hast du nicht unten diese Tasten? Was für Tasten? Warte. Ich warte. Du kannst auch Bewegung erzwingen, kannst du doch auf eine andere Taste legen. Ja, aber auf welche Taste denn? Weiß ich nicht, irgendeine Maustaste oder so. Da fände ich es geiler, wenn man Dashen erzwingen könnte oder so. So M4 oder so eine Scheiße. Ui, das war auch knapp. Sonst wirst du nämlich dann später richtig Probleme haben, wenn du die Sachen nicht ausweichen kannst, weil du dann in so einem Mob stehst. Ja, ich kann das vielleicht mal, warte mal. Oder wenn wir gegen Ashava oder so spielen. Die World Boss. Da muss ich mal mit meine Mauseinstellungen gehen. Ich habe da nämlich für die Taste 4 hinten, für Taste 5. Danke. Habe ich das nämlich angelegt? Dann mache ich das so, speichern. Ist aber zur gleichen Zeit lesen wie du, ey. Wir sind einfach miteinander verbunden. Ja. Ja, merke ich schon. Freut dich richtig dolle. Richtig. Und hast du eine Lösung gefunden? Ja, habe ich.
Oh, Alter. Jo, was hat der denn da rumgeschleudert jetzt? Ah, nur krass, der Typ. Oh nein. Au, 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 au. Da kann ich nicht gegen halten, da. Muss es in der Regel müsste das ausweichen. Den kann ich leider nicht stunnen, den Typen, das ist das Problem. Kann ich auch nicht einfrieren, ob du es glaubst oder nicht. Ja, nein. Wenn sie das machen, kann es den verwundbar machen hier. Das ist ja auch schon mal was. Oh, ich habe ihn hingelegt. Ja. Schnell drauf. Ich hau rauf. Ich habe den auch verwundbar gemacht hier, unter. Hat das eine kleine Chance, dass das doch mal klappt? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, doch, ich weiß, woran das liegt. Der Balken da unter der Lebensanzeige muss sich auffüllen. Okay. Nein, 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 nein! Gott. Nein! Robin? Einfach so gelegt, das Viech. Was denn? Ich sag einfach solo gelegt, das Viech. Mhm. Oh, ich bin voll. Und nichts tragen kannst du auch nicht. Haha. Haha. Lacht er. Eck. Kleine Kekomat. Das bist du, ja. Nee, das bist du tatsächlich. Mhm. Bin ich da beleidigt? Gut. Bin ich da beleidigt? Gut, dann zeige ich es raus. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Okay, geile Schuhe. Könnte ich nochmal upgraden vielleicht? Oh, der Rest ist leider mal wieder nur Trash. Ich sag Trash, Trash, Trashy, Trash. Trash, Trash, Trashy, Trash. Muss ich mir den nochmal angucken.
So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn Herausforderungsruf? Das ist Kriegsschrei. Ansturm, Ansturm. Schlachtruf. Schlachtruf. Versportet Gegner in der Nähe und erhaltet 6,2 Sekunden 40% Schadensreduktion. Auch nicht schlecht. Oh. No. Nice. So, weil das. Ich kann also die schlechten Steine kann ich aufwerten zu besseren Steinen. Ja. Und ich kann quasi bei diesem Juwelier kann ich mir auch weitere Sockel für meine Rüstung machen. Ja, wusstest du das noch gar nicht? Ne, ich bin hier jetzt gerade alles für mich so ein bisschen. Ah, okay. Noch am herausfinden. Ich könnte quasi auch Steine aus Gegenständen raussockeln. Ja, das stimmt. Ich habe nochmal umgeskillt. Ich habe jetzt nochmal meinen Hammer der Uran, habe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen krasser gemacht, tatsächlich. Also dann kann das verwertet werden. Tschüss. So, gucken wir mal, was wir noch. Welche Rüstung hast du? Rüstung 2162. Rüstung hast du 2160? Jetzt habe ich 2174. Okay. Angriffsstärke? 595. Oho. Wieso, wie viel hast du? Angriffsstärke habe ich 1215, Rüstung 3085. So. Leben 1206. So, okay. Entschuldigung. Leben habe ich 757. Na, gar nicht mehr so kurz sein wie du. Maschine. Wem sagst du das? Du krass bist. Ja. So, das, was du mir jetzt gerade geschenkt hast, das bewahre ich nochmal auf. Wäre ja dann wahrscheinlich auch bald dann schon Level 42, deswegen. Das kann dann weg, das kann dann weg. Kommt hier rein, der kommt hier rein und der kommt dahin. Was wäre denn noch geil für eine Waffe als Sockelsachen? Ich hatte bei Sockel habe ich den grünen Smaragden reingemacht, also den Smaragd, kritische Trefferschaden gegen verwundbare Gegner. Durch mein Eisding sind die ja verwundbar. Ja. Ich überlege gerade, ob ich da den weißen reinlege, den Diamanten, weil plus 9% Schaden von ultimativen Fertigkeiten oder den rohen Schädel
Plus 2 Leben beim Töten eines Gegners. Dass ich mich so einfach noch ein bisschen hochheilen kann. Ja, ich hatte das schon wieder so vergessen, ne? Oh. Schade eigentlich. Aber interessant, dass du mich immer bannen willst hier. Ach du, dein Bann. Ich will einfach den Levin Jung sehen. Hm, zeig dir einfach den Levin Jung. So richtig cute, wie du mit deinem Kopf da fast in die Kamera reinkriegst. Ich guck hier gerade was, ja, lass mich in Ruhe. Haben wir ein Problem? Weiß ich nicht. Ah ja. Was willst du da denn? Oh, herrlich. Ich kann das alles nicht mehr. Kann man die eigentlich nochmal upgraden oder die Edelsteine oder sind die dann als Lidierter? Weil ich meine, es gab früher auch nochmal Perfekt und sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man irgendwann einfach Toxic jetzt alles so weiter aufarbeiten oder so. Aber ich weiß halt nicht genau, weil eigentlich müsste ich jetzt ja. Bei mir ist Lidiert bis jetzt das Maximum. Obwohl, nee. Oder? Nee, ich kann bei Rubin kann ich einen Ledierten zu einem Rubin machen. Wie viel brauchst du dafür? Dafür brauche ich 3 Ledierte. Kannst du mir einen craften? Du bist bei Maximum. Oh. So, was willst du? Rubin haben? Ja. Also, warte mal, oder was? Rubin ist der rote, das ist Überwältigungsschaden. Ja. Ne, ich hab Topaz, 4 Stück habe ich. Topaz willst du? Nein, ich habe 4 ledierte Topaze. Und ich 3... kann dir daraus einen Topaz erstellen. Wie viel bringt das dann? Für was willst du es wissen? Für Waffe oder wo? Ja, also jetzt aktuell bringt es 12,5% Schaden. Ja, ja. 15. Ah, ist auch nicht viel mehr, ne? Dafür naja, 4 davon halt weggeben. Pro 3 ledierte Dings. Ich kann ja auch so welche herstellen, wenn du 2 Stück willst. Oder wie viel willst du? Nee. Kannst du auch Schädel machen? Ja. Weil ich überlege sonst, ob ich mir ein bisschen mehr Leben gebe, wenn ich Leute töte. Ich müsste sogar noch Schädel in der Truhe haben. Ich gucke mal. Weil Schädel kannst du ja auch upgraden. Ich habe 2 Schädel. Normale oder ledierte? Das sind normale. Also roher Schädel? Oh, ne. Nee. Rohrschädel ist der beschädigte. Von den roten Schädeln habe ich 15. Von den ledierten Schädeln habe ich 2. Und von den richtigen Schädeln habe ich auch 2. Kannst du mir einen Schädel geben? Aha. Das wäre ja absolut insane. Die Topaz-Opas, von denen reden wir. So. Du musst aber leicht nehmen, weil sonst können die anderen das aufsammeln, ne? Ich bin schon hier. Okay. Sammel auf. Hat jemand alles eingesammelt? Okay, geht. Alles gut. So, dann hau ich mir das schon mal auf die Waffe. Ich kann das noch nicht machen. Benötigt Stufe 40. Och, nö. Aber dann hebst du doch auf, wenigstens. Ja, dann heb ich mir ihn auf, wenigstens. Hast du noch einen rohen Schädel für mich? Das wäre absolut insane. Oh. Einen rohen Schädel nur, ja. Also ein ganz albernes Ding.
Dann baller ich mir den da drauf, auf die andere Waffe. Hebt ihr den auf wenigstens? Ja, mach ich. Mach ich, mach ich. Nicht. Da, ja, ja. Hab ihn. Oh, so, knappe Kiste. So, jetzt muss ich einmal upgraden. Ich hatte vorhin in einem Stream jemanden gesehen, der hat in der Stadt sich mit seinem Kumpel hingestellt und der hat irgendeinen geilen Rüstungsteil oder so hingelegt und kaum anderer Spieler hat den aber aufgehoben. Schade. Ja, da musst du da echt aufpassen, diese kleinen Keks. Die geiern da. So, was ist hier noch? Sockel hinzufügen. So, jetzt würde ich gerne noch mal bei dem einen Ding, was ich schon habe. Oh, ich habe noch eine Fähigkeit. Was nehmen wir denn da noch? Oh, was? Eure Kernfertigkeiten. Was sind Kernfertigkeiten? Basis, Kernfertigkeiten. Guck mal unter, genau. Oh, ich habe die Möglichkeit, dass die für 10, eine Chance von 10%, dass die 2 Sekunden lang verwundbar sind. Aber das brauche ich eigentlich nicht, weil du das ja eigentlich machst, ne? Eigentlich braucht das nicht sein, ich oder? Dann würde ich vielleicht nochmal Bewegungsgeschwindigkeit nehmen oder so. Ja, ich glaube, das mache ich. Und jetzt zwei. Hallo, wie kommt da denn? Zartox, hast du eigentlich schon meine Hündin gesehen? Komm mal her, Yankee. Komm mal her. Komm mal hier. Komm mal her. Hier, nein, hier. Komm her, Yankee. Komm mal her. Wir müssen dir einmal Zartox zeigen. Komm mal her. Pass auf. Warte. So rum. Komm her. Boah, bist du schwer geworden. Junge, die. Oh. Yankee. Oh. Mal. Du bist im Fernsehen. Sisi. Wer ist da? Bist du im Fernsehen? Dann kommen wir raus. Die ist ein bisschen durcheinander. Gar kein Bock. Nee, sieht so aus. Aber sie hat Hunger. Sie hat Hunger, meinst du? Ja. Ja, dann gucken wir mal. Also leckern die jeder mal. Leckerli haben wir hier. Leckerli? Willst du ein Leckerli haben? Oh, ja, von Onkel Zelle. Ein Leckerli von Onkel Zelle. Oh, was fein. Ja? Ja, sie hatte Hunger tatsächlich. Ja. Das. Oh. Ja, da hat sie auch Hunger auf Tiramisu. Auf Tiramisu. Oh, Tai Raimaisu okay. Heißt das übrigens. Tai Raimaisu. Ah. Achtung, Niki. Kannst du mit deiner Schnauze kurz unter der Rolle vom Schuh weggehen? Danke. Das war das nächste sehen, aber hat. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Tai Raimaisu. Ja, siehst du? Zartox weiß, wie das heißt. Hallo, mein Schatz. Ja, bist du müde? Mhm. Können wir nicht auf das mit dem Schrank? Was? Oder war das ein Clip? Mit DVD, mit dem Schrank? Ach okay. Ja. So kochst du jetzt, ja? War das ein Clip oder hatten wir das hier als GIF? Du kannst im Livestream noch kochen. Ja. Was meinst du, Entschuldigung? Das mit dem Schrank, wo Janka da reingeschaut hat, wo du den gegrabt hast aus dem Schrank? In DVD? War das ein Clip oder war das mit keiner das war im Clip auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist das hier gewesen.
Also das ist das auf jeden Fall. Ja, das genau. Ist das, die Bewegung dazu, aber es war ein Clip. Ja, ja, war ein Clip. Ja, beim Gegner Blutung verursacht, besteht eine Chance in einer höheren kritischen. Das machen wir jetzt. Kernfertigkeiten, das ist das hier. Kostet das 70? Okay. Gucken wir mal. So, jetzt können wir das wieder verkaufen. Da sind wir hier nur leider vollkommen falsch. Ah, nee, ich wollte. Die haben. Dazu brauche ich ja gar nicht dahin hingehen. Einmal darauf. Ich bin gleich soweit. Ja, mach mal, ich guck mal ganz kurz. Wenn wir jetzt hier. Oh, ich kann gar keine Sockel hinzufügen. Oh. Ah, ich habe nicht die richtige Sache. Ah. Okay. Schade. Müssen wir das wieder zurückbringen? Achso, was mache ich denn jetzt noch auf die Waffe? Basisfertigkeiten. Schaden über Zeit. Wenn ich. Ja, ich mach das einfach jetzt hier. Dann gucken wir mal. So, das müssen wir noch schnell mal verkaufen. Was ist denn da los? Gottes Willen. Wenn wir spawnen hier 17 Skelette in der Stadt. Guck nicht richtig. Wenn du zu mir dich portest, dann könntest du jemand so ein Event teilnehmen. Ich bin gerade hier gespawnt. Haben wir die Welten-Dings schon umgestellt? Nee, haben wir nicht. So, das ist eh schon gestartet. Ich habe das für nicht mitbekommen, dass das in ein paar Minuten startet. Durch den, durch unser Gesockel da gerade. So. Aber hier sind noch einige. Rinder, würde ich sagen. Oder? Sollten wir echt gut schaffen, weil hier mehrere sind. Ich bringe auch nochmal 3 Leute mit. Welches Level sind die bei dir? Oh, scheiße, jetzt habe ich nicht auf mein Leben geachtet. Kannst du mich reanimieren? Ja, bin gleich da, warte. Wo liegst du denn? Hier drüben. Okay, cool. Danke. Bitte. Wie fühl ich da, Große? Welches Level sind die bei dir skaliert? Ich guck gerade, warte, ich kann es gerade noch nicht sehen. Sehr viel los. Ich sehe es nicht. Dafür sind sie zu schnell tot. Kann ich nicht erkennen. Gerade aktuell.
nicht erkennen. 32, habe ich gesehen. 32 habe ich gesehen. Okay, cool. Das geht ja noch. Jo, diese Schlange hier ist aber auch absolut feurig. Ich frage mich, wie die das machen, dass das so skaliert, weißt du? Weil ich müsste dann ja eigentlich erfahrungsgemäß mehr Schaden machen als ihr, aber ihr macht doch wesentlich mehr Schaden als ich, oder nicht? Nee, du machst den Schaden angepasst an deine Klasse. Wir machen ungefähr gleich viel Schaden. Und halt dann auf die Ausrüstung an, ne? Beziehungsweise machen wir eigentlich teils noch mehr Schaden, wenn wir jetzt. Weil die sind ja auf 50 skaliert. Jetzt kann ich jetzt 50 maximal level? Nee, 50 ist nicht maximal level. Ist das jetzt schon der Endgegner? Das müsste eventuell der letzte gewesen sein. Ne, geht noch weiter. Wir müssen wieder von den. Okay. Guten Matcher töten. Verschiedene Wände, du kriegst dann verschiedene Truhen. Desto mehr du schaffst, diese Ziele hier zu erreichen, desto mehr Truhen du bekommst du. Jetzt sind wir gut dabei. Müssen wir einen machen? Ja, müssen erstmal die Viecher da töten, damit der eine da überhaupt noch spawnt. Stufe aufgestiegen. Spawnt er jetzt? Ja, da wird auf der Karte markiert. Da ist so ein, auf der Minimap so ein Gebobel. Wo wir hin müssen. Ist wieder von der Welle der Boss jetzt hier quasi. Jetzt können wir den angreifen hier. Ja. Eine Piranhas. Ja, wirklich so. So, jetzt muss er den Anführer finden. Ist hier unten. I guess. Ja.
Ich stehe hier immer in so einem Schutzschild drin, das ist eigentlich ganz geil. Mhm. Die müssen wir in der Zeit legen, ne? Ja. Haben wir ja ein enges Höschen. Oh ja. Das wird ein richtig enges Höschen, Freunde. Nee, schaffen wir. Ah, da ist doch einer, ne? Ach so, oh Gottes Willen, wo kommt der denn her? Sind halt zwei Stück, ne? Das wusste ich nicht! Oh no! Fuck. Oh, schade. Oh, da hat aber jetzt echt nicht viel gefehlt zum Ende. Nee. Ah, da hätten wir noch eine weitere Truhe kriegen können. Aber ist okay. Huh! Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Ich mach mal ganz kurz Pause. Eben schnell was zu essen organisieren. Bin gleich wieder da, Freunde. Und bis gleich. Spooky aus, guck mal. What? Wieso sieht das so komisch aus bei dir? Aua. Sorry. Ich drop alles, was ich finde. Mach ruhig. Ich mach immer alle möglichen. Weil wen ich alle schon bei mir im Bett hatte, du Junge, Junge, Junge. Uff. Ja, ich bin draußen. Oh, wir haben eine Drehtür. Geil. Lehm nehmen. Ach, Lehm. Ich hab Leben verstanden. Oh, Gottes Willen. Erstmal das Lehm nehmen. Das andere. Oha, das war knapp. Die Einschläge kommen näher, Freunde! Au! Aua! Hör sie auf! Ah, hier liege ich! Au, oh, nee! Das ist ja ganz andere Seite. Oh. Oh. Das ist schlecht. Was machst du denn hier? Ich? Umhüpfen. Oh, krass. Aber Michi, was ist hier los? Belästigt der sie? Ja. Ja. Ey. Oh Gott! Was ist das denn? Bevor wir irgendwas sagen, möchte ich einmal sagen, dass Tobi und Levi vielleicht nicht sass sind, aber sau creepy. Hey, das klingt wie eine Fantasy-Serie. Ich werde sie nennen Captain Baloo und seine Crew. Okay. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Freunde sein, ich bin Content. Hallo, und seine Crew. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, 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 oh. Oh, Black Betty, zeige dich. Oh, Black Betty, zeige dich. Oh, Black Betty. Happy Birthday to you! Oh Gott! Happy Birthday to you! Oh, mach dir! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken! Das wird ein ganz enges Höschen! Das wird ein ganz enges Höschen! Nicht ins Gitter. Warte mal, ich darf das nicht anpassen. Das wird ein ganz enges Höschen! Ein ganz enges Höschen! Levi, du stirbst jetzt nicht in der Falle, oder? Es wird ganz enges Höschen! Oh, bitte. Oh mein Gott! Hätte jetzt... Wichtig ist, dass du mich triffst. Was machst du? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Jetzt ja alle aufspielen! Nein, was? Krone, yo, jetzt noch draufbleiben. Und tschüss. Ich bin gleich down. Oh, wie ich durchs Fenster gesprungen bin, wie ein König.
Gibt's keinen Applaus dafür oder was los? Das klingt nicht gut. Warum er das gerade macht. Pack das wieder ein. Ja, hol dir doch nicht raus. Pack dir doch wieder ein. Ich mach jetzt erstmal Licht aus, Freunde. Nee, ich mach Licht aus. Nein, ich mach das Licht aus. Ich mach das Licht Elektriker. An und ihr macht aus, okay. Achso, ja. Hallo, Freunde. Na? Oha! Das ist hart. Was? Okay. Ja, wenn du das sagst, dann muss das ja richtig sein. Du bist so ein Arsch. Nein! 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 Ihr könnt nicht rausgehen. Bleib bitte noch drin. Nein! Oh, du bist so ein Arsch. Das kriegst du so wieder. Keine Ahnung. Da, am Arsch der Heide seid ihr. Ich bin tot. Nein! Und er freut sich. Und er freut sich. Wie ein Schneekönig. Ey! Und auf die Post! Oh, oh. Lauf, Kinder! Abfahrt! Das riecht einfach nur klasse. Hallo. Hallo! Leider hast du mich alleine gelassen, ich bin jetzt gestorben. Und ich dachte, du portest dich auch zurück. Aha. Kannst du mich holen? Wenn du wartest. Wie lange? Bis ich da bin.
Wann bist du da? Bin auf dem Weg. Cool. Ich mache jetzt einen bis 8. Dann esse ich gleich eben was Richtiges mit Hannah. Und dann würde ich danach nochmal online kommen irgendwann. Wärst du cool damit? Alles klar, na dann. Viel Spaß euch. Um 8 habe ich gesagt. Oder laufen bei euch in Celle die Uhren anders? Ich weiß nicht, wie die Uhren in Celle laufen. Musst du doch wissen als Bürgermeister. Ich bin dann mal Bürgermeister. Tore! Ah, was ist das denn für ein geiles Emote? Hallo? Doggo arrive. Kommst du noch oder kommst du nicht mehr? Nee. Ich renne jetzt quasi gerade quer über die Map, nur um dich da zu reviven, ja? Du brauchst nicht über die Map laufen, du kannst einfach dich porten. Geht aber nicht, weil du tot bist. Ach so, toll. Nee, dann lass mal, dann mach ich. Nein, mal. Ich bin jetzt da. Zu spät. Leb schon wieder. Egal, ich bin jetzt gerade hier. Ich wurde gerade wiederbelebt. Du bist so ein. Ich wurde gerade wiederbelebt, ist doch gut. Mhm. Statt sich zu freuen, dass ich wiederbelebt wurde. Ja, ich werde ja auch einmal wiederbelebt. Muss mich bei dem Dude noch bedanken hier. Warte. Oh, hat nicht geklappt. Warte. So. Ein tolles Danke. Tore, wie geht's dir? Oh, ich habe ein Level-Up. Oh, was haben wir denn? Alle, genau, wir wollten uns angucken, was wir gekriegt haben. Maximale Wut um 3, das ist ja auch nix. Machen wir das. So, was haben wir denn Schönes gekriegt? Ey. Ich wollte hier gerade was gucken. Oh, 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 oh. Ich bin noch nicht bereit. So, kann ich jetzt bitte gucken? Danke. Also. Ränge zerfleischen haben wir nicht. Macht wenig Sinn. Dann gegen Episches? Nee. Legendary vielmehr? Nee. Und das könnte man eventuell nehmen. Mehr Schaden. Aber die ganze Stärke geht halt weg. Machen wir halt. Naja, wir machen weniger Schaden. Nützt nichts. Macht keinen Sinn. Könnte man höchstens mit dem austauschen. Macht auch nicht viel Unterschied. Machst nicht viel Unterschied. Schlachtruf macht halt mehr Sinn, dass wir den behalten. 61 maximales Leben. Harriasses, ne. 67 ist Maximum gerollt. Nehmen wir doch mit. Jetzt habe ich 839 Leben übrigens. Für die, die fragen. Alle Werte plus 10. Nee. Oh, das könnte gut sein. Hält auch so viel Stärke bei Flöten. Können wir nicht machen, Freunde. Wir verlieren zu viel Stärke.
Und das sorgt dafür, dass wir nicht mehr so. Wer weiß es? Richtig. Stark sind. Richtig, ganz genau. Gut erkannt. So, wo müssen wir denn hin? Ich bin ja am. Oh! Kampagnenquest können wir machen. Ey, Freunde. Obwohl, da kommen wir da von hier aus hin. Na, Porte, der war zu mir. Ah, klar. Hat man eigentlich gerade Musik gehört im Pausenstream? Ja. Also man hat das Video gehört. Und nach dem Video? Da hat man dann AC/DC gehört, Highway to Hell. Sehr gut. Dann hat das ja alles funktioniert. Hier war ich ja noch gar nicht. Ja, dann würde ich mir da erstmal hier unten das Ding hier aktivieren. Die Glocke. Ne, und abonnieren nicht vergessen. So machen wir es. Zack. Gar kein Thema hier. Dass du schon Pferd hast, ne? Das ist echt unglaublich. Unglaublich gut. Und Leute, falls ihr das vergessen habt, ne? Morgen ist Levis Twitch-Jubiläum. Das ist also nicht richtig. Das ist einfach richtig. Nein, ist es nicht. Doch, das ist morgen. Nein, es ist nicht morgen. Doch. Nein. Und da wird heute reingestreamt in dieses Twitch-Jubiläum. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Das stimmt aber nicht. Es ist aber morgen, natürlich. Nein. Es ist der 5. Juni. Du bist der 5. Juni. Es ist so Levis Twitch-Jubiläum. Das habe ich mir aufgeschrieben. 5. Juni. Ja, dann hast du dir das halt falsch aufgeschrieben. Du hast dir das falsch aufgeschrieben. Nee, ist unangenehm. Hör mal auf. Das ist nicht richtig, was du sagst. Und am 11. hat Bunte Geburtstag. Ja, das stimmt. Das ist wiederum korrekt. Ich kenne mich aus. Mein Kalender lügt nie. Kann jetzt unangenehm sein, weil du nichts vorbereitet hast, aber trotzdem ist dein Twitch. Nee. Deswegen ist es hier nicht unangenehm. Unangenehm ist, weil du so Quatsch erzählst. Mein Jubiläum ist, ich glaube, irgendwann im Dezember oder so. Da ist mein Jubiläum. Was eine Lüge! Ist so. Bullshit! Digga, willst du. Warte. Wir gucken jetzt, Freunde. Dein Twitch-Jubiläum ist im Juni. Da hatten wir uns nämlich letztes Jahr darüber unterhalten. Deswegen habe ich mir das nämlich aufgeschrieben. So, wir gucken mal bei Twitch, was Twitch sagt. Wann denn mein Jubiläum ist. Und dann gucken wir mal, ob Zelle recht hat oder ob ich recht habe. So ein Lügner. Dashboard. Oh, jetzt höre ich mich doppelt. Das ist nicht gut. Das lassen wir mal schnell sein. Creator Dashboard. Ich zeige es euch gleich, Leute. Ich kann euch das gerade noch nicht zeigen, aber gleich zeige ich es euch. Ja. Es gibt jetzt Alertboxen? Wo bist du denn Alertbox? Community? Wo ist das denn drunter gespeichert? Interaktion? Es gibt doch jetzt neu. Das Kanal. Stream-Events. Ja, genau. So, Freunde, jetzt zeigen wir es ihm. Es reicht. Ist halt wirklich so. So, Freunde. Also, es ist wirklich der 5. Juni. So, wir gucken einmal. Wähle das Datum aus, das am besten für dein Affiliate-Jubiläum-Stream passt. Yo, so. Das kannst du einfach ändern. Das hast du gerade geändert, du Keck. Ja. Genau, das kann man ändern. Siehst du ja, wie ich hier reinklicken kann, das ändern kann. Siehst du ja gerade. Bestimmt kann man das so einmal, weiß ich wann, ändern. Und jetzt gibt es ja einen Zeitraum, den man auswählen kann, wo das stattfinden soll. Weil alles andere ist ausgegraut. Wir können aber jetzt gerne auch noch mal im Juli gucken, ob hier irgendwas ist. Nee, da kann man ja gar nichts auswählen. Ist ja komisch. Dass der nicht rot wird.
Ist ja komisch. Also der 22. Dezember, guck mal, das ist ja 2 Wochen in die Richtung und 2 Wochen in die Richtung. Das heißt, innerhalb von einem Monat kann man jetzt ein Event machen, wo man Jubiläum feiert. Das ist ja krass, Freunde. Das ist ja krass, oder? Du bist so ein Betrüger, ne? Ich betrüge dich gleich mal hier. Dass du dich nicht schämst. So. Haben wir damit geklärt, oder? Das ist schon ein starkes Stück, ne? Ja, das ist ein starkes Stück. Dass du das nicht mal weißt, das ist echt ein starkes Stück. Das ist wirklich ein starkes Stück. Das ist ein richtig starkes Stück. Uff. Ja, da wird erstmal geufft. Uff. Das ist richtig. Du bist so ein Lügner, ne? So. Weil ich mich an Twitch, weil ich mich danach richte, was Twitch sagt. Ja, Das weißt du ganz genau, du kleiner Lügenbaron. Ich bin der Lügenbaron jetzt in der Situation. Werden, ne? Also, ich weiß nicht, ob da jemand einen Clip von erstellt hat, aber Zeller hat gerade behauptet, dass mein Jubiläum im Juli ist. Juni, morgen. Ach, morgen. Ach so, im Juni, Entschuldigung. Dann habe ich das falsch verstanden. So, ja, wo müssen wir jetzt hin? Auf ein Jubiläum. Ach da, da müssen wir hin. Ich weiß nicht, ob ich mit dir noch weiterzocken kann, ne? Nachdem du mich jetzt hier so verarscht hast. Ich hab dich versucht zu schützen. Ich habe gesagt, reicht es unangenehm. Mein Freund. Da hast du gesagt, das ist du, mein Freund, hast dir gesagt, dass dein Twitch-Jubiläum... Affiliate kann sein, dass das im Dezember war. Aber als du mit Twitch angefangen hast, war im Juni. Ich habe ja nicht dein Affiliate-Jubiläum gesagt, ich sagte dein Twitch-Jubiläum. Und das ist morgen. Ja, ich muss morgen arbeiten, als wenn das jetzt morgen ist. Das ist morgen. Affiliate ist ja was anderes als das, was wir da besprochen hatten. Du mit Twitch angefangen hast und das war morgen. Was wir besprochen haben? Am 5. Juni hast du nämlich mit Twitch angefangen und hier durchgestartet oder so ein Scheiß. Hier oder so ein Scheiß. Schön, wie du es zu schätzen weißt. Jetzt müssen wir da hinreisen. Und das Hallöchen. Ist doch nett, dass Hans dich begrüßt, oder nicht? Mhm. Siehste. Sei mal jetzt nicht so. Das ist mir, ne? Du dich nicht schämst. Warum soll ich mich denn jetzt schämen? Weil du Blödsinn erzählt hast. Ist ja nicht schlimm, dass du das versehen hast. Ich bin dir nicht böse deswegen jetzt. Bräh. Ich habe hier nichts falsch gemacht. Bräh. Hast du dich jetzt gerade über meintes lustig gemacht? Bräh, 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 bräh. Du hast über meintes lustig gemacht. Nichts liegt mir ferner, als dies zu tun. Mhm. Außer, Man sagt sowas. Brillelelele. Brillelelele. Du stirbst gleich übrigens? Nein, du nicht. Hier liegen überall gestohlene Vorräte rum. Hier ist eine Barrikade gespawnt. Was ist denn Jens los? Noch mehr gestohlene Vorräte. Wie muss ich denn holen davon? Was ist denn für ein Büffel hier? Wo ist hier ein Büffel? Haben wir sie mal hingelegt hier jetzt.
Hinlegen. Sterben. Wie viele Vorräte muss ich denn mitnehmen? Steht das irgendwo? Oder habe ich schon genug? Weiß man nicht genau, ne? Hallo? Oh Gott! Was ist passiert? Die machen richtig Schaden hier. Ja, richtig brutal, ey. Der mich denn da noch erwischt. Hinlegen. Und für die Tieren. Oh! Oh, diese Fliegen, die sind ja richtig fies. Alter. Wie viele Stunden Vorräte muss ich dann noch holen? Weiß man das? Hast du wieder Sekundenschlaf oder was machst du da? Ich bin gerade meine Sachen am machen. Also Sachen müssen gemacht werden, sagst du? Geschicklichkeit. In der nächsten Event. Ich kenne nur Advent, aber ich komme trotzdem. Oh nee. Ich glaube, ich werde hier gleich sterben. Mach mal nicht. Keine Tränke mehr. Nicht gut. Geht aber easy. Ja, ein lidierter Schädel. Du bist ein lidierter Schädel. Ach so. So. Alle. Ja, ist ja wieder. Nee, kann es ja wieder nicht hier. Ist ja wieder alles nur. Nee. Ich glaube, ich habe hier was für dich. Ich bin auch noch kein Level 70, so wie du. Okay, dann geht wieder, ja. Ja, ist eine geile Sache. Problem ist, ich kann es halt einfach noch nicht benutzen.
Ja, dann lass es halt. Sowas ja, okay, dann lass ich es halt. Das ist auch gut. Oh, diese Fliegen, die sind ja nur nervig, ey. Oh. Echt gut Schaden, ey. Ja. Bist du klar oder brauchst du Hilfe? Nö, wo müssen wir eigentlich lang? Weiß ich nicht. So, wir müssen. Wo müssen wir hin? Auch in diesem Bereich müssen wir, okay. Wir müssen da in einen Bereich rein. Da wird es dann weitergehen. Ach, weil das Event war, das war mir gerade da. Ich habe mich schon gewundert. Achso. Du musst den Feldern ausweichen. Ach so. Hat es mir aber Mühe gegeben. Hat es mir aber Mühe gegeben, den Dingern auszuweichen. Da hast du richtig die Tastatur gehört, wie sie geklappert hat. Oh, jetzt habe ich daneben gehauen. Ich muss noch 13 Banditen und 7 Wildtiere töten. Ich würde mal sagen, let's go, wa? Let's go, der Hase. Banditen habe ich, jetzt brauche ich nur noch... Wildtiere. Sehen die als Wildtiere? Sind wilde Bienen. Ne, zählen nicht dazu. Das sprudelt ja immer nur vor Glück. Einfach Wildlife Zoo jetzt hier. Oh, Trank, sehr gut. Zählt ihr zu Wildtieren? Ja.
Drei Wildtiere noch. Haben wir. So, kleine Höhle in der Nähe. Das ist ein Event. Ich gehe nur in die Welt. Ich auch. Sind wir schon zwei? Ah! Ah! Holy Jesus. Bist du beim Event oder beim Advent? Beim Advent. Okay. Level Upgrade. Na, das hat sich doch gelohnt. Würde ich mal sagen, wa? No. Jetzt haben wir meinen Todesstoß auch schon mal gemaxt levelt. Das ist insane, auf jeden Fall. Haben wir was Geiles gekriegt hier? Todesstoß habe ich. Doch, Todesstoß habe ich. Intelligenz. Ah, das muss ich dann nochmal ändern. Den packen wir hier unten hin. Was haben wir hier denn Schönes? Das macht mehr Schaden. Alter, ich habe eine gelbe Waffe, die mehr Schaden macht als eine Legendary, ne? Ja, aber nur in der Gegenstandsstufe da. Ja, gut, stimmt schon, aber. So, jetzt müssen wir in die Höhle. Ja. Brillelelelele.
bist du? Ich bin in dieser Höhle. Du bist ja schon mal geschaut, dass ich mich zu dir porte. Hab schon geschafft. Okay. Hier ist der Kopf der Bestie. Brelelelelele. Also, ein Ohrwurm. Dankeschön dafür. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Da können wir doch auch hinreisen. Okay, dann muss ich den mal eben upgraden, I guess. Gibt's hier so einen geilen Händler? Was für einen geilen Händler meinst du? Der geile Sachen handelt? Also diese Special-Sachen für Obolusse? Hier nicht nehmen. Oder? Doch, oben. Oben gibt's den. Okay. So, hier brauchen wir jetzt einen Kodex der Macht. Den hätte ich gerne. Brauche einen windenden Schutz. Oh. Hast du einen windenden Schutz? Was? Einen windenden Schutz. Was ist das? Was ist das? Ein Material. So. Nee, ich mach schon alles gut. Oh, ich habe keinen Wind in den Schutz gekriegt. Oh Gott. Müssen wir mal entsockeln.
Oh, kann ich nicht machen. Kann ich das nicht irgendwo herstellen? Kann ich das nicht hier herstellen oder so? Konnte man nicht irgendwo geile Sachen herstellen? Hier. Vielleicht, maybe. Heiler, nö. Da oben vielleicht. Scheiße. Jetzt habe ich den Hut natürlich schon kaputt gemacht, ne? So, das haben wir. Jetzt holen wir uns das Quest hier. Zack. Soll ich mir ein Schwert kaufen? Weiß ich nicht. So ein geiles Zweihandschwert. Das lohnt sich eh nicht, weil du ja noch nicht Max Level bist. Du wirst dir das kaufen und dann wirst du in ein, zwei Level wirst du irgendein Schwert haben, was noch in Zehner ist. Darauf wird es hinauslaufen. Einzige, was du machen kannst, ist halt wirklich rollen mit den Obolussen. Und da vielleicht was rauszuziehen, aber ansonsten. Was soll ich rollen? Hier mit den Obolussen. Schauen, ob du da ein Legendary oder so rauskriegst. Ja, das wollte ich ja machen damit. Ja, yeah, das kannst du machen. Ich dachte, du willst jetzt einen so einen Händler dir jetzt so ein Schwert holen. Nee. Das hatte ich nicht vor. Das andere macht Sinn mit den Obolussen, weil das kannst du immer noch dann verwerten für Materialien. Oh, wir haben hier wieder ein Event in der Nähe. Starte 5 Minuten. Okay, dann hole ich mir jetzt ein Schwert. Oh. Mach in Ruhe, ich stelle mich da schon mal hin, dann kannst du dich dann nachher ranporten. Ja. Dann hole ich mir jetzt noch ein Schwert. Okay. Keine Auswirkungen gehabt. Nice. Ich sporte mich so dir. Ich habe mir gestern noch Tränke gemacht. Ich glaube, Erfahrungstränke habe ich mir noch gemacht. Die könnte ich ja nicht auch mal einwerfen. Na, dann werft ihr die mal ein. Grüße. Sind das hier Ziegenmenschen? Könnte sein. Ist das wieder so ein gleiches Event wie eben? Genau.
Mit den Thronen und so. Mhm. Ach nee, Rüstung habe ich. Wir nehmen uns doch einmal. Rüstung und Dorn erhöht. Kannst du dich daran erinnern, ob wir hier Banditen hatten oder Kultisten oder sowas? Kultisten, glaube ich, hatten wir. Ja, ich nehme mich da so ein Elixier ein. Aber warte noch eben. Ja, war schon. Das ist ja eh 30 Minuten. Das Elixier. Ja, gut, stimmt, hast du auch hier recht. Das ist cool gemacht mit diesen Aufgaben, die jetzt hier noch so dazukommen. Das finde ich cool. Welche Aufgaben meinst du? Ja, mit diesen Events jetzt, die hier so stattfinden. Achso, die Events. Ja, ja. Ja, du hast halt verschiedene Sachen, womit du hier Legendaries und so weiter kriegen kannst. Es gibt ja manchmal auch diesen komischen Goblin da, der hier rumrennt. Den musst du dann irgendwie so killen, der verliert immer Gold. Wenn du den halt killst, dann hast du auch eine Wahrscheinlichkeit, dass da Legendaries draus droppen. Dann ja, den habe ich letztens schon einmal gehabt in irgendeinem Dungeon. Den hätte ich hier in der Open World gehabt. Den habe ich heute, glaube ich, 3-4 Mal gehabt. Einmal hat er mit 2 Sachen gedroppt. Legendaries. Das ist nice. Es gibt ja auch noch diesen Flüsterbaum wohl, wenn du in der Kampagne weiter vorankommst. Wo du, glaube ich, auch irgendwie was bekommst. I don't know. Habe ich eigentlich auch den Zusatz, den du hast? Den Bull? Ja. Oh, geil, okay. Das ist unser... Was ich hier gerade bei den anderen sehe. Ja. Gilden-Tag da. Kleine Hallo-Runde, Freunde. Ihr seid live im... Hallo. Grüße. Grüße. Das ist so ein bisschen so ein Dad-Joke. Wieder so, Grüße. Grüße, Sonnen. Auf einmal geht's los, ne? Auf einmal ja, geht's klar, los. Ja, mit Ziegenmenschen. Oh. Aber es sind doch Mondclan. Haben wir es jetzt schon nicht geschafft? Oder? Ja, leider nicht, schade.
Kannst du mich kurz hochheben? Alles so und? Thank you. Mhm. Sind das jetzt schon die drei Endgegner? Nee, ne? Nee. Nee, das sind also teils. Einen von denen haben wir schon mal besiegt gehabt. Von dreien. Aber noch nicht die Truhen spawnen lassen. Das sind quasi die Vorbosse. Oh, ich bin gestorben. Ich werde wiederbelebt. Ist er nicht schnell genug? Da waren wir leider zu langsam.
schnell gesehen. So, zack. Ich hab kein Legacy gekriegt. Oh. Ach, Manu. Nur Scheiße gekriegt. Manu. Das ist echt doof. So, jetzt packen wir uns den Helm nochmal weg. Da bin ich sogar drum. Okay. Denn der muss auch weg. Ist so, ne? Muss weg, oder? Spawn. So. Wo müssen wir denn hin? Das ist ja hier hinten. Wir wollen ja hier hin. Gehen wir mal da lang. Wir müssen Lorat treffen. Ja, die wollte ich schon treffen, aber das hat keine Zeit. Ah. Für mich hat er gerade Zeit. Ah, schon. Ja, vielleicht hat er deswegen für mich keine Zeit, glaube ich, keine Ahnung. Kann wohl sein. Let's go. Geil wäre, wenn meine Stampfattacke noch ein bisschen mehr Radius hätte. Ja. Damit ich mehr Gegner damit treffe, damit ich mehr Sekunden noch regeneriere. Das wäre natürlich eine geile Nummer, ne?
Jetzt fällt das auch erst so richtig auf mit dem Gold, ne? Dass man so richtig viel Gold kriegt irgendwie. Findest du? Ja, finde ich. Okay. Ich habe jetzt eigentlich fast jeden Goldklumpenhaufen immer so mindestens 100 oder so. Ja, ich brauche 2,5 Millionen. Ach so. Mensch, du kriegst ja ein Level ab nach dem anderen, weißt du, ich hocke ja immer noch auf 50. Ja, komisch. Freut mich für dich. Danke. Freut mich, dass du dich für mich freuen kannst. Na ja, klar. Da kann ich dich wahrscheinlich nie einholen. Nee, wahrscheinlich nicht. Hattest du mit Mindless eigentlich auch schon mal wieder gespielt? Ja, hab sie gefragt, ob sie zocken will, aber sie meint den einen Tag so, sie hat Internetprobleme und ja. Schreib mir mal. Erstmal ein schwere Stiefel habe ich gefunden. Hey, wo soll der denn sein, der Kekko? Hier ist der. Hier. Na hier. Gehen wir mal gucken. Abgenutzte Tunika.
Abend. Was ist los? Oha. Wie kann man denn nur so müde sein? Nachdem man einen Nachtdienst hatte. Easy. Warum denn Herausforderungsruf? Das ist actually nicht schlecht, was wir hier gekriegt haben. Oder? Oder? Na, okay. Das ist mal eine gute Sache, die wir gekriegt haben. Achso, muss ich mit dem noch quatschen hier? Ja. Gut. Freunde, dann gehen wir zurück in diese Stadt, in diese wunderbare. Und dann, meine Lieben, habt ihr Lust auf ein bisschen, ich weiß nicht, was Dizzle gerade spielt. Was spielt Dizzle gerade? Dizzle spielt gerade die Size. Oder spielt er? Nee. Was spielt er? Doch, die Scythe Inc. Die Scythe Inc. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Freunde, machen wir Schluss für erstmal. Ich denke, ich komme nachher nochmal wieder. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt, dass sie jetzt hier. Guten Hunger, Lelelele. Dankeschön. Lelelele. Da können wir uns eigentlich aber noch mal ganz kurz, bevor du gehst, Levi in Jung anschauen. Wie kann man nur so sein? Wie kann man nur so sein? Ich liebe es einfach, ne?
So ein kleiner Tanzbär gewesen, immer dieser süße kleine Fratz. Du bist so ein Tanzbär selber. Du bist so ein Tanzbär selber. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend erstmal. Oh, ich bin ja mein Charakter gelöscht. Witzig. Witzig. Nee, Freunde, gut. Wir gehen rüber zu Dizzle. Lasst ein bisschen liebe Grüße da. Seid lieb. Viel Spaß. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und tschüss.